Hallo, hier ist Quert von pocketpc.ch und heute möchte ich euch eine neue Eingabemethode oder eine Besonderheit beim HTC Flyer zeigen. Das ist dieser Stift. Der wird leider nicht mitgeliefert, muss man extra kaufen. Wir haben ihn hier aber und ich zeige euch einmal das Tutorial. Wenn man mit dem unteren Knopf das erste Mal auf den Screen drückt, kommt dieses Tutorial und wir sind hier bei Willkommen bei Ihrem Stift. Zeichnen Sie auf dem Bildschirm. Dies muss das erste Mal sein, dass Sie den Stift verwenden. Es gibt ein paar Dinge, die Sie über den Stift wissen müssen. Der Stift ist zum Zeichnen da. Das heißt, wir können hier einfach mal versuchen, was zu zeichnen. Dies ist das Haus vom Nikolaus. Funktioniert einwandfrei. Der Stift ist zum Zeichnen da. Tippen Sie mit dem Finger auf die Schaltfläche weiter. Das heißt, man kann mit dem Stift leider nur zeichnen. Oder es ist so gewollt, dass man mit dem Stift zeichnet. Und alle Eingaben macht man weiterhin mit dem Finger. Die unten blinkende Taste, das ist diese hier, bezieht sich auf den Stift. Wenn Sie drauf tippen, wird ein Menü angezeigt. So. Jetzt muss man hier mit dem Stift auf dieses Zeichen tippen, damit man das Menü erwischt. Und man kann es damit auch wieder ausblenden. Und mit weiter können wir fortfahren. Und hier sind wir wieder in dem normalen Menü. Jetzt wollen wir auf die Stiftzeitfläche klicken. Jetzt kann man verschiedene Sachen hier auswählen. Wir haben verschiedene Stifte. In der Dicke, wir können löschen. Wir können verschiedene Sachen auswählen. Wir können Sachen rückgängig machen, wieder hinzufügen. Das heißt, wir haben das Bild hier wieder hinzugefügt. So kann man mit dem Stift relativ gut arbeiten. Wir können die Sachen ausblenden. Wir können sie wieder einblenden. Wir können die Sachen löschen. Wir können die Stiftoption auch bearbeiten. Das heißt, man kann hier die Farben wählen, zum Beispiel rot. Oder den Stifttyp ändern wir. Wir können jetzt zum Beispiel hier draus so einen dicken Pinsel machen. Oder wie er uns hier vorschlägt. Dieses hier, jetzt sagt er, der Energiesparmodus geht an. Wenn der Energiesparmodus übrigens angeht oder man allgemein mit dem Stift einfach draufklickt, macht man einen Screenshot und kann direkt hier irgendwas malen in dieses Bild. Dann kann man hier unten wieder auf den Stiftmenü klicken. Und dann kann man zum Beispiel das wieder löschen, was wir hier gerade gemacht haben, weil das Quatsch war. Und dann klicken wir hier wieder OK und machen das Tutorial weiter. Okay. Ach so, das ist noch das Bild. Weil er nämlich einen Screenshot macht, können wir hier OK klicken. Und das Tutorial weitermachen. Ansonsten brauchen wir das Tutorial aber auch gar nicht. Wir können hier zum Beispiel sobald wir draufdrücken, macht er hier das Screenshot. Das seht ihr einmal animiert und an der Taste. Jetzt können wir hier unten das Bild speichern, senden, drucken oder verwerfen. Und wir können hier, wie gesagt, den Stift benutzen. Wir können hier spaßeshalber mal einen Buntstift draus machen. In gelb. In relativ dick. Und jetzt können wir hier einfach mal zum Beispiel mit meiner wunderschönen Handschrift Pocket PC hinschreiben. Passt natürlich nicht, weil ich grafisch gesehen ziemlich schlecht bin. Deswegen nehmen wir mal lieber einen anderen Stift. In deutlich dünner. Auch zum Beispiel in blau. Und jetzt können wir hier Pocket PC hinschreiben. Wenn uns das gefällt, können wir das Stiftmenü verstecken und das Ganze zum Beispiel speichern. Und wir haben das Bild gespeichert als Bild. Das Ganze kommt jetzt hier, ob wir das als Evernote speichern möchten oder nicht. Da gibt es auch nochmal ein Tutorial für. Das Ganze ist sehr, sehr mit Tutorials ausgestattet, dass man die verschiedenen Merkmale des Geräts kennenlernen, vor allen Dingen die Sache mit dem Stift ist halt sehr innovativ. Also ich muss sagen, es fühlt sich ein bisschen seltsam an, mit dem Stift auf einem Touchscreen zu malen. Man hat so ein bisschen Angst, dass man den Touchscreen zerkratzt, aber der ist halt direkt von HTC der Stift, von daher gehe ich davon aus, dass der Touchscreen das locker mitmacht. Hier vorne ist auch eher Plastik und kein Aluminium oder so etwas. Das sollte also eigentlich, schauen wir mal, ob ich das hier ruhig halten kann, dass das scharf stellt. Ah, anscheinend nicht. Aber es sollte jedenfalls nicht.
so sehr den Bildschirm zerstören. Wie gesagt, der Stift muss leider extra gekauft werden, aber lohnt sich bei dem Tablet auf jeden Fall, wenn ihr das mal in der Schule benutzen wollt oder so etwas, oder um bestimmte Sachen zu verändern, zu markieren. Dafür ist das sehr, sehr sinnvoll. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch unseren Channel oder besucht uns auf www.pocketpc.ch. Vielen Dank.